Hallo zusammen! Mit diesen Leckereien der Konditorei Koppenrad und Wiese möchte ich heute Menschen überraschen, die eine kleine Pause verdient haben. Also, auf geht's! Pause! Hallöchen! Ja. Hey, Lust ihr zwei auf eine kleine Pause? Dankeschön. Oh. Und was machen Sie mit meinen Fahrgästinnen? Das ist ja unglaublich. Den Becher für den Zecher. Ja. Ja. Es ist der schöne kleine Augenblick. So, was darf ich Ihnen denn anbieten? Ein kleiner Augenblick. Ein Sahnedessert. Also gehen wir mal schauen, wer da drinnen eine kleine Pause verdient hat. So. Auch der Papa hat mal eine kleine Pause verdient, oder? Klein, ne? Was tippt der Papa, was nimmt die Tochter? Mehr was Herzhaftes, so brötchentechnisch. Hat er recht? Er hat recht. Eine kleine Pause gefällig? Ja, auf jeden Fall. Und mein letzter Tag in Deutschland und ein Bienenstich. Super. Ach, guck mal. Danke. Bin ich. Und jetzt habe ich sogar noch was für Sie. Daran werden Sie sich immer erinnern. Dafür bin ich nach Hamburg gekommen. Es ist sehr lecker. Kann man nur empfehlen. Moss! Einmal so, einmal so. Ah ja, okay. Da kommt doch die Konditorei Koppenrad und Wiese genau zum richtigen Zeitpunkt. Genießt die Pause. Ja, guten Appetit. Danke. Ich hab da was mitgebracht. Wollt ihr mal zugreifen? Was ist denn das? Was wollt ihr haben? Ja, das ist mein Zettel. Jupp. Und zack. Bitte schön. Danke. Koppenrad und Wiese aus der Tiefkühltruhe. Schmeckt ganz herrlich, köstlich, sahnig. Da erkennt man gleich die Konditorei. Geil. Auch herrlich.